Herr Wies, Ihr Unternehmen musste einen Gewinneinbruch hinnehmen. Müssen Sie jetzt die Unordnung von Ihrem Vorgänger als neuer Chef aufräumen? Nein, erstens möchte ich betonen, dass wir ein sehr schönes Umsatzwachstum erreicht haben im Jahr 2018 mit über 13%. Tatsächlich haben wir im Dezember bekannt gegeben, dass es drei Problemfelder gibt. Das eine ist Norwegen, das zweite ist Südbaden und das dritte ist eine Tochtergesellschaft, der Deutschland Construction Organisation, wo wir Probleme erkannt haben und diese auch entsprechend abgeschrieben haben. Jetzt haben Sie ja trotz des Gewinneinbruchs auch weiterhin eine Dividende für Ihre Aktionäre von immerhin 50 Rappen pro Anteilsschein bestimmt. Wie könnte es hier künftig weitergehen? Können Sie hier etwas dazu sagen? Ja, die Dividende haben wir ausgeschüttet, weil wir glauben, dass oder überzeugt sind, dass unser Geschäft auf einer soliden Basis steht, uns aber auch die Möglichkeit gibt, die Investitionen in die Strategie umzusetzen. Natürlich wollen wir in Zukunft, wir haben das auch gesagt, über 150 Millionen EBITDA im Jahr 2019 erreichen, vor Investitionen von ungefähr 20 Millionen in die Strategie und somit mehr Gewinn wieder ausschütten und hoffentlich dann auch eine höhere Dividende wieder in der Zukunft. Ein ähnliches Problem gibt es ja auch bei Ihrem Aktienkurs, der ist nach der Gewinnwarnung in den Keller gesaust. Bis wann hoffen Sie denn, dass sich da der Kurs vielleicht wieder etwas erholt? Ja, wir werden jetzt uns daran machen, diese Strategie umzusetzen, diese neue Organisation umzusetzen und dann hoffe ich, dass sich diese Erfolge dann wieder einstellen werden und somit auch der Aktienkurs sich dann entsprechend verhalten wird.